Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast Sachbuchautor, Philosoph, kreatives Genie Armin Risi. Armin, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank und ja, hallo allerseits. Armin, du hast 18 Jahre als Mönch gelebt und Sanskrit-Schriften studiert. Was hast du dadurch gelernt? Ja, eine gute Frage, weil ich habe mich nicht deswegen auf diese Schriften eingelassen, weil ich Hindu werden wollte oder irgendwie ein Veden-Fundamentalist, sondern weil mich diese Sprache fasziniert hat und der ganze kulturelle Hintergrund. Dort sah ich einfach, dass hier eine Kultur zu uns spricht, die nicht dem heute herrschenden Weltbild entspricht und entspringt, sondern aus einer ganz anderen Denkweise herauskommt, ursprünglich mythisch, mythologisch, wo gegen hinten so quasi das Tor offen ist. Also die Kultur beginnt nicht erst vor 5000 Jahren, sondern dort bekam ich eigentlich Einblick in eine Vergangenheit und eine Herkunft der Menschheit, die für mich intuitiv irgendwie stimmte, so wie ich das intuitiv wahrnahm, aber hier natürlich in unseren Schulen überhaupt nicht bestätigt wurde. Aber als ich da sah, dass ich da nicht allein dastehe mit diesen Ansichten, sondern dass da eine ganze Kultur, und zwar eigentlich die Kultur mit den ältesten Wurzeln, wenn man so schaut, also ältesten überlieferten Wurzeln, Altes gab es und Älteres gab es sicher, aber das, wo wir heute noch lebendige Überlieferung haben, das hat mich fasziniert. Und da war, ich wollte das nicht einfach intellektuell studieren, und das war auch nicht die Idee und das Angebot, sondern es war ganz klar, wenn man da studiert, studiert man es ganzheitlich. Und so bin ich eingestiegen und wurde Mönch. Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, das zu leben und eben Philosophie auch als Lebensweisheit zu leben. Ja, wann bist du denn überhaupt drauf gekommen, dass du das machen willst? Du musst ja ziemlich jung gewesen sein. Ja, da war ich 18. Mit 18 habe ich diesen ziemlich radikalen Einschnitt in meinem Leben gemacht. Und da nicht nur nicht einfach ein katholisches Kloster, das wäre noch sozial irgendwie, gesellschaftlich irgendwie noch abgesegnet gewesen, sondern indisch und dann auch noch eine Sekte. Also da ist man natürlich völlig der Outcast. Da ist man natürlich am Rand der Gesellschaft. Oder? Viele haben auch den Eindruck, auf solche Leute kann man runterblicken, weil Sektenmitglieder und so. So, also das war jetzt gesellschaftlich schon nicht ein Aufstieg, aber für mich war das wirklich eine Offenbarung und so ganz intuitiv spürte ich, das ist jetzt mein Weg, da will ich eintauchen. Das heißt also, von der gesellschaftlichen Nebenschicht bist du plötzlich zur Oberschicht mit über 20 veröffentlichten Büchern gekommen. Heute bist du ein renommierter Mann. Wer deine Bücher nicht kennt, der hat was verpasst, das kann ich aus meinem Leben eigentlich sagen. Eines der ersten Bücher habe ich von dir gelesen, darauf kommen wir ein anderes Mal zu sprechen. Eins, was mich auch sehr beeindruckt und fasziniert hat, ist dein Buch, ich habe es mitgebracht, Machtwechsel auf der Erde. Das ist, ja, es sieht ein bisschen noch viel zu lesen aus, ich kann aber den Zuschauern schon sagen, wenn ihr damit anfängt, ihr lässt es nicht mehr los, ihr gebt es nicht aus der Hand. Mhm. Es fasziniert, es schockiert, es beunruhigt. Rüttelt auf. Es rüttelt wirklich auf. Und damals, wo du das geschrieben hast, ich glaube, das war das 1999? Die erste Auflage, ja. Die erste Auflage, das ist jetzt die neue Auflage. Und die muss ich zuerst noch lesen, aber wenn sie ähnlich ist wie die erste, muss ich sagen, hat sich sehr vieles bestätigt. Ja. Wie siehst du das heute? Machtwechsel auf der Erde, ich glaube, wir sind mittendrin, oder sehe ich das falsch? Ja, ja. Und die herrschende Macht meint natürlich, sie seien kurz davor, ihre jahrhundertelangen Pläne zu erfüllen. Natürlich mit diesen Themen, so renommiert bin ich nicht. Auch mit den Büchern kann man bei Wikipedia nachlesen, was da steht über mich. Ja, du bist wahrscheinlich mehr berüchtigt als berühmt in gewissen Kreisen. Ja, ja, also renommiert überhaupt nicht. Also der Outcast ist heute wieder anders. Damals war es von der Zugehörigkeit her, heute von den Themen her. Die sind ja mainstreammäßig
nicht anerkannt, sondern sogar ausgeblendet und bekämpft. Aber darum kann es ja nicht gehen, sondern wenn man nicht mal hinter die Kulissen schaut, nur vor die Kulissen, was da läuft auf der Bühne, Kriege, Mord, Katastrophen, vor allem diese Kriege, Massaker. Für mich als junger Mensch war besonders schockierend, als ich dann las, was mit den Indianern passiert ist. So, ich war Karl-May-Generation, also Winnetou war mein Vorbild und mein Ansprechpartner quasi im Jenseits und so. Also das war also wirklich, was würde Winnetou in dieser Situation tun? So als 10-, 12-Jähriger, gar kein schlechter Maßstab übrigens. So, aber als ich dann natürlich auch las, was wirklich mit den Indianern passiert ist, was ja nicht ganz anders ist, als Karl May beschreibt, aber die ganzen historischen Zusammenhänge und Hintergründe, hat mich das schon schockiert. Also die ganze Ausrottung, oder was? Ja, die ganze Ausrottung. Das Ausrottung, das eine, aber dann auch noch das Heimtückische und Gemeine. Man hat die Indianer, ja, weitgehend ausgerottet. Mit denen, die man leben ließ, hat man Verträge gemacht und sich nicht an die Verträge gehalten. Also ein Vertrag nach dem anderen gebrochen, das geht ja bis heute so quasi. Gut, heute gibt es nicht mehr viel zu brechen. Man hat ihnen das ganze Land weggenommen. So, das hat mich da sehr schockiert. Und da war die Frage, warum tun Menschen das? Es ging gar nicht zu sagen, das sind alles Böse und Teufel und alles. Ja, na klar, auf einer Ebene ist es teuflisch. Was da, ich glaube, das einzige Wort, das passt. Aber mir ging es darum, warum tun Menschen das? Das hat mich dann sehr interessiert, also dieses Warum, das muss doch einen Grund haben. Hast du eine Antwort gefunden? Ja, im Laufe der Jahrzehnte. Ja, verschiedene Antworten natürlich. Und ich weiß auch, es gibt unterschiedliche Antworten gemäß unterschiedlichen Weltbildern. Ja. Einfach vielleicht provokativ, wenn man in die Alternativszene geht, kommt man natürlich in die Esoterikszene. Und dort wird dann natürlich gesagt, wenn man so schaut, da wird von Karma und Reinkarnation gesprochen. Und dann wird gesagt, ja, wenn man so schaut, in esoterischen Kreisen wird dann fast gesagt, dass die Opfer genau gleich schuldig sind wie die Täter. Ja, die reden ja immer noch von Schuld, nicht von Verantwortung. Ja, ja. Aber man sagt auch, es gibt keine Schuld und keine Sünde, oder? Weil letztlich alles eins ist, alles ist eins, alles ist gut, alles ist Gott, alles ist eine notwendige Erfahrung. Es war also eine notwendige Erfahrung, dass man den Indianern das Land weggenommen hat und jetzt den Syrern das Land wegnimmt und den Afrikanern, das ist alles eine notwendige Erfahrung. Finde ich alles sehr unbefriedigend, nicht sehr menschlich und auch sehr oberflächlich, billig, diese Erklärung. So. Da bin ich ganz bei dir. Jetzt geschieht es aber in unserer Nähe und ich denke, da werden einige dazulernen, oder? Durch die eigene Erfahrung. Ja, es kommt jetzt vor unserer Haustür. Der Terror kann jeden Moment auch in der Schweiz und in Deutschland stattfinden. In Frankreich hat er stattgefunden, gerade heute. Wir sind eine Woche nach dem Freitag, dem 13. Es gibt so ein paar Tage, an die man sich erinnert. Dienstag, den 11. September. Jeder weiß, dass der 11. September 2001 ein Dienstag war. Ja. Jeder weiß, dass der Freitag, der 13. November ein Freitag war. So, also das sind so Daten, die so ganz bewusst gesetzt werden, die gehen ins kollektive Trauma ein. Ah, da bin ich aber ein bisschen außerhalb, weil ich habe erst jetzt erfahren, das war ein Dienstag, 9/11. Mhm. Aber was ich auch weiß, wo ich gewesen bin in dem Moment. Ja, da kann sich jeder daran erinnern. Stimmt, ja. Ich auch, wo ich das zum ersten Mal erfuhr. Das sind so diese gesetzten Punkte, Meilensteine, auf denen dann die nächsten Schritte aufgebaut werden. Und das ist ja kein Zufall, diese Daten, Tage und Momente, wo solches geschieht, das sind ja eigentlich Mega-Rituale, um etwas zu bewirken. Hast du da schon ein bisschen geforscht, was da genau läuft, hinter den Kulissen vielleicht jetzt? Wenn man dann hinter die Kulissen geht, dann merkt man natürlich, es ist wie bei jedem Theater. Nämlich? Bevor etwas auf die Bühne kommt, hat der größte Teil hinter der Bühne stattgefunden. Auf der Bühne ist schon alles gesetzt, das ist das Drehbuch, alles, da wird nur noch abgespielt. Das Interessante ist, was hinter der Kulisse läuft. Und das ist bei der Weltpolitik ähnlich, offensichtlich. Das ist heute ja schon fast Mainstream. Natürlich, wenn man da zu nah an die Wahrheit kommt,
gibt es so ein hypnotisches Wort. Es gibt ein Hypnosewort, ein Mega-Kollektiv-Hypnosewort, wo jeder, der zu nah an die Wahrheit kommt, sofort zurückschreckt und nicht mehr weiterdenken kann. Ein Wort, das sofort alles abbricht. Wir wollen es wissen. Ja, Verschwörungstheorie. Das stimmt. Das ist das Hypnosewort. Sobald dieses Wort fällt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als Autor dieses Buches, wenn man mit intelligenten Menschen spricht, man denkt doch, hey, ich habe hier einen aufgeklärten Menschen vor mir, journalistisch studiert an der Universität und jetzt ist er Chefredaktor, ich könnte jetzt ihren Namen nennen. Sobald 9/11 kommt und nicht die offizielle Theorie geglaubt wird, das ist auch nur eine Theorie, oder übrigens die stupideste von allen Theorien, ist die offizielle. Das ist allerdings wahr, ja, wenn man den Bericht liest, ja, der amerikanischen Regierung, das ist eine Komödie, oder? Das ist die stupideste aller Verschwörungstheorien. Ja. Aber da ist es nicht Verschwörung, weil es die offizielle Theorie ist. Und da ist es leicht, mit dem Mainstream zu gehen. Aber sobald man dann diese hinter die Bühne geht, dann kommt das Hypnosewort Verschwörungstheorie und dann kannst du mit demselben intelligenten Menschen von vorher nicht mehr reden. Ja. Du hast nicht mehr den gleichen Menschen vor dir. Die werden ausfällig, emotionell, irrational und man kann nicht mehr die Argumente bringen wie bei 9/11 oder 400 Meter hoher Turm, 10 Sekunden zusammengefallen, das ist freie Fallgeschwindigkeit, das bedeutet Widerstand aller Stahlträger von oben bis in den Keller gleich null. Ja, das könnte man mit Denken ja noch lösen und durchschauen, oder? Ja, ja. Eigentlich. Ja, dann heißt es, ja, Sie haben nicht Physik studiert. Ja. Aber also, interessanterweise hat der Bush das schon gewusst, weil er hat das ja schon vorher bekannt gegeben, eigentlich mal hinter den Kulissen. Und er war ein bisschen zu früh und solche Dinge. Hast du auch was davon gehört, dass das manchmal im Fernsehen schon was kommt, bevor es passiert ist? Nicht Bush, das war beim BBC, beim englischen BBC. Ah, okay. Wurde der Zusammensturz des World Trade Center Gebäude 7 gemeldet, bevor es zusammengestürzt war, eine halbe Stunde zu früh. Oh, dumm. Ja, und die Kameraeinstellung war so, die Nachrichtensprecherin spricht und hinten steht es noch. Ja. Und sagt, ja, das ist zusammengebrochen. Genau, das habe ich gesehen. Genau, das ist, und keine Frage danach. Keine Frage danach, weil das ist ein World Trade Center 7, das ist ein 250 Meter hohes Gebäude. Verglichen mit 400 Meter ist 250 relativ klein, aber verglichen mit der Schweiz ist das mit Abstand das höchste Gebäude. 100 Meter höher als unser höchstes Gebäude. Also 100 Meter höher und das bricht in 8 Sekunden zusammen. Und das ist heute, das ist ganz klar eine Controlled Demolition. Und jeder, der das nicht glaubt, kann im YouTube mal Controlled Demolition eingeben und schauen, wie eine kontrollierte Sprengung aussieht. 1:1 wie in New York. Und mittlerweile gibt es ja Filme, wo man deutlich diese Sprengungspunkte sehen kann. Ja, ja. Was ist denn die offizielle Erklärung für diese Detonationen dann? Gibt es da welche? Die werden ausgeblendet. Die, okay, werden im offiziellen Bericht, der übrigens von Philipp Zelikow erstellt wurde. Philipp Zelikow kennt keiner, ist aber der Co-Autor von Condoleezza Rice. Ah, interessant. Also Condoleezza Rice, damals eine der Mitwissenden, hat ihren Co-Autor angestellt, mach doch mal den Commission Report. Ja. Und das ist klar, dass das da natürlich gar nicht untersucht wird, sondern es wird nur die offizielle Theorie krampfhaft bestätigt. Das ist doch Verschwörungstheorie. Mhm. Also wenn man denkt, ist man ein Verschwörungstheoretiker, wenn man das hinterfragt, was die Regierungen wollen, dass wir glauben, ist man mit diesem Totschlagargument einfach bewusstlos geschlagen. Keiner hört mehr zu. Ja, das ist das Problem und das ist Mind Control, das ist psychologische Kriegsführung. Natürlich Verschwörungstheorie, meine Theorien können stimmen oder nicht. Oder jeder wissenschaftliche Vorgang besteht darin, dass man eine Theorie aufstellt, Verschwörungstheorie, Evolutionstheorie, Relativitätstheorie. Oder? Bei Evolutionstheorie zuckt auch keiner zusammen. Man sollte aber. Ja, ja, da schon eher. Aber also Verschwörungstheorie kann einfach, da wird eine Theorie aufgestellt, wie es noch gewesen sein könnte, basierend auf den Fakten und Indizien. Und dann müsste man doch einfach objektiv schauen, wie haltbar stimmen die Indizien und Fakten. Das ist mal richtig, oder? Wenn ich sage, das World Trade Center ist nicht zusammengebrochen,
kann ich das hier behaupten? Kann man aber nachprüfen und sagen, doch, es ist zusammengebrochen. Also diese Behauptung stimmt nicht. Genau. Man müsste aber hingehen. Ja, oder man kann sich jetzt mal auf die Fernsehaufnahmen verlassen, würde ich sagen, in dem Zusammenhang. Kann man auch nicht ständig, oder? So, wenn wir also dann Theorien und Praxis. Also Theorie und dann Bestätigung, dann gibt es natürlich Theorie und Praxis. Das gehört auch dazu. Es gibt Verschwörungspraxis und was wir heute sehen, ist brutalste Verschwörungspraxis. Wie kann der Zuschauer zu Hause entscheiden, wenn er Fernsehen schaut, Zeitung liest, Radio hört, was jetzt stimmt und was nicht? Gibt es Indizien, wo man sagen kann, wenn man da ein bisschen hinhört oder dort, könnte man das unterscheiden oder ist das gar nicht mehr möglich? Gesunder Menschenverstand, würde ich mal sagen. Eben bei 9-11, jeder, der nicht sich hypnotisieren lässt von den Fernsehbildern, dann mal den Ton abschaltet und schaut, was er sieht, dann ist der Fall klar. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Einfach nur gesunder Menschenverstand. Oder jetzt vor einer Woche in Paris. Ja. Wenn man einfach schaut, oder dann Paris ist das Land mit den schärfsten Waffengesetzen. Da kommen auf einmal irgendwelche Leute an mit Kalaschnikows und Bomben und alles, oder? Das sind ja wohl nicht Flüchtlinge, die Bomben von Syrien durch den Balkan geschleppt haben, damit sie hier Bomben haben. Das sind Leute, die ausgerüstet werden. Genau, wir können ja nicht mal eine Zahnpasta mit in den Flieger nehmen. Ja, also ich kann, und ich wüsste nicht, wo ich eine Waffe kaufen kann und ich spreche die Sprache hier in der Schweiz. Oder? Ganz einfach, wenn ich nach Frankreich kann, ich kann noch Französisch. Aber nicht akzentfrei, da merkt man schon, ist ein Ausländer. Ganz schweigen irgendwelche IS-Leute, die überhaupt nicht Französisch kennen. Die sind aber best ausgerüstet. Ja, woher bekommt man die Waffen von denen, die sie haben? Und da muss man nur einen Schritt weiter gehen, dass es hier Geheimarmeen gibt und dass es dass ein großes Interesse ist, dass diese Destabilisierung stattfindet. Wie siehst du den Worst Case in diesem Falle jetzt? Dass es weitergeht. So. Dass diese Attacken auf die Bevölkerung immer intensiver durchgeführt werden, im Stil von 1984. Das Buch, das kennt heute keiner mehr, George Orwell, also man kennt es vom Titel, aber wer liest es wirklich? Ich habe es dreimal gelesen, in der Schule, Kantonsschule, also Gimmi, als 17-Jähriger. Dann habe ich es 1998 gelesen für die erste Auflage und 2006 nochmal für dieses Buch. Also dreimal durchgelesen und das ist sehr interessant, das wurde gerade nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben von George Orwell. Also er hat gerade den Zweiten Weltkrieg am eigenen Leib und Spanische Bürgerkrieg hat er auch erlebt. Am eigenen Leib, also der weiß, wovon er spricht, wenn er von Diktaturen spricht. Wieso wurde dieses Buch nicht verboten? Eigentlich ist das ja hochbrisant. Du verrätst ja eigentlich auch die Hintergründe und Pläne der mächtigen Eliten, die im Moment diese Welt noch regieren. Kommt vielleicht noch. Fühlst du dich irgendwie beschützt? Ja. Und muss man auch. Sonst, weil wir haben ja die Wahrheit auf unserer Seite. Das ist vielleicht ein bisschen nostalgisch und naiv, zu glauben, dass die Wahrheit in dieser Welt heute die wirklichen Wahrheiten Überlebenschance hätten. Aber ich glaube, dass dem so ist. Oder? Aber nur zurück schnell zu 1984, oder? Wie es weitergeht. Dort hat er eigentlich den ganzen Plan aufgedeckt, denn diejenigen, die das Buch wirklich lesen, sehen, dass George Orwell in dieses Buch, in einen Roman eingepackt, ein Buch versteckt hat. Quasi die Protokolle der Weltdiktatur. Er nennt es fiktiv, es ist ein verbotenes, fiktives Buch. Und das heißt Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus. Das klingt sehr kompliziert. Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus. Oligarchie bedeutet Herrschaft der Wenigen. Und Kollektivismus bedeutet das Kollektiv, die Masse dient den Wenigen. Das ist, und um die Masse immer, und das ist bei George Orwell ganz deutlich gezeigt, um die Masse unterwürfig zu halten, dass die Masse die Verantwortung delegiert, bitte beschützt uns, müssen sie ständig mit Terror und Krieg bedroht werden. Das heißt, das Resultat wäre eine Militärregierung in möglichst jedem Staat? Oder was ist die Absicht? Ein totalitärer Staat, der gegen außen vielleicht gar nicht so aussieht, wie bei George Orwell 1984. Da ist immer von Freiheit die Rede. Ja, heute von Demokratie. Ja,
Und nichts gegen Demokratie, wenn es denn eine wäre. Mhm. So, das ist das Problem. Also da sind wir jetzt mittendrin und es sieht wirklich so aus, wie jetzt zugespitzt wird. Und letztlich, was hast du für ein Gefühl? Werden diese Pläne aufgehen oder eben dann im letzten Moment vielleicht doch nicht? Wie wird es enden? Wenn kein Wunder geschieht, kommt es apokalyptisch raus. Und was könnte ein Wunder sein? Das ist das große Wunder, ja. Und also linear sehe ich keine Chance. Deswegen renne ich auch nicht auf die Straße, protestiere nicht. Ich habe sogar aufgehört, über diese Themen zu schreiben, weil ja, irgendwann habe ich gedacht, die Information ist draußen, andere Kollegen tun das, riskieren Kopf und Kragen, um Sachen aufzudecken, viel überleben es auch nicht. Ja. Mehr als wir denken. Ja. Die werden aber umgebracht, bevor sie bekannt sind. Mhm. Also man erfährt nicht, dass die jetzt weg sind, weil sie weg sind, bevor sie bekannt wurden mit ihren Informationen. So, auf dieser Ebene können wir nicht sehr viel machen. 1% besitzt mehr als 99% der Menschheit. Das ist offiziell, war Anfang Jahr im Hinblick auf das World Economic Forum in Davos, wurden die Zahlen veröffentlicht. Im Januar 2015 hieß es, jetzt ist es so, dass 1% mehr besitzt als 99% der Menschheit. Aber dieses 1%, weil es ist immer noch 50-50. Oder? Die 99% besitzen, eben unterdessen ist es wenig, unterdessen ist es so 70-30. Aber die 30% sind immer noch zu viel für diejenigen, die 70% haben. Die wollen uns auch die 30% noch wegnehmen. Das ist 100, also das wäre dann der oligarchische Kollektivismus. Gut, und wenn wir es jetzt mal spirituell betrachten, ja, da gibt es ja immer einen Ausgleich. Mhm. Das heißt, im Moment ist ein riesiges Ungleichgewicht. Ja. Müsste das nicht durch natürliche Art und Weise irgendwie sich wieder ausgleichen? Und wenn ja, wie könnte das geschehen? Ja, deswegen ist es für mich so wichtig, dass ich die Weltbilder betone, dass das nicht so sein muss. Es ist keine notwendige Erfahrung. So, es gibt durchaus Täter und Opfer mit Verantwortung. Und man muss Karma richtig verstehen. Und je mehr wir eine klare Sicht haben davon, was wir wollen und nicht wollen, umso mehr können wir über dieses Bewusstsein die entsprechenden Gedanken kreieren und über diese Gedanken kreieren wir eine neue Realität. Gut, das heißt, es muss eine Bewusstseinsveränderung in diesen 99% stattfinden. Jawohl. Und die müsste natürlich dann in welche Richtung gehen? In ein Aufwachen. Einfach mal materiell durchschauen, was hier läuft, dass man nicht auf die falschen Personen vertraut. Denken, ja, die Regierung wird schon machen. Die Regierung wird es schon. Nein. Also Schritt 1, klare Sicht der Fakten. Ja, klare Sicht der Fakten, dass wir wissen, wo investieren wir unser Vertrauen und wo nicht. So, und gut, Schritt 1, dieses Buch lesen. Schritt 2. Ist auch schon drin. Und 3 auch. So, das ist, und dann das Erste zu verstehen, dass hier ist nicht die einzige Ebene der Realität. Wir sind hier in einer Matrix. Das ist zwar eine relative Realität, aber keine absolute Realität. Sobald wir aussteigen, jeder, der eine Nahtoderfahrung macht, sieht, dass die Welt noch ganz anders aussieht, dass wir das unser Bewusstsein nicht nur auf diese physische Ebene reduzieren und projizieren. Denn sobald wir das tun, und das ist ein ganz wichtiger Satz in den Sanskrit-Schriften, psychologisch, wo es heißt, Angst entsteht dann, sofort dann, wenn wir unsere spirituelle Identität vergessen. Dann können wir noch Angst haben. Denn dann ist unsere Identität durch Äußeres definiert. Und das Äußere kann jederzeit zerstört werden, angefangen mit unserem Körper. Natürlich. Also, ja, also wenn ich es richtig verstehe, Schritt 2, frei werden von Angst, durch Vertrauen, dass da noch mehr ist. Oder? Ja, durch mal verstehen, wir sind spirituelle Wesen. Wir sterben nicht, wenn der Körper stirbt und wir haben auch schon früher gelebt. So, wir können auch unsere inneren Traumas auflösen, denn wir bringen schon einiges von früher mit. So, dass wir das in diesem Leben auflösen und das braucht jetzt gar nicht zu komplizierte Sachen, sondern einfach mal, dass eben mit gesundem Menschenverstand, gesundem Menschenherz kann man das erreichen. Und einfach diese Bewusstwerdung und dann verstehen wir auch, dass wir nicht allein in diesem Universum sind. Das ist noch beruhigend.
Es gibt nicht nur inkarnierte Lichtwesen. Jetzt gehst du aber wieder auf Glatteis, der Verschwörungstheorie-Keule wahrscheinlich, weil dann müsste ich jetzt fragen, glaubst du, dass außerirdische Wesen mit uns interagieren? Ich rede jetzt gar nicht so sehr von außerirdischen mit UFOs und so, sondern wenn wir schon so landläufige Wörter verwenden wollen, dann lieber von den Engeln, letztlich von Gott, von dem wir ein Teil sind. Und dein Wille geschehe, Gott hat einen Willen. Und offensichtlich wird dieser Wille uns nicht aufgezwungen, sonst müssen wir nicht dein Wille geschehe beten. Was wäre denn, wenn Gott zu den Menschen gesagt hätte, dein Wille geschehe und uns so die Verantwortung übergeben hat? Ja, ja, unser Wille geschieht ja, das sehen wir in der Welt. Der geschieht ja. Und dieser Wille, der sich vom göttlichen Willen getrennt hat, projiziert so etwas. Klar, unser Wille möge geschehen und deswegen heißt es, mein Wille ist, dass dein Wille geschieht. So ist Gottes Wille, mein Wille eins. Das heißt also, wenn sich die Wünsche der Mehrheit verändern würden, würde sich die Realität dementsprechend auch verändern. Definitiv, ja. Also wir müssen wieder wahre Werte setzen. Mhm. Du sagst jetzt spirituelle Werte, wären gut. Und das Wunder Wissen ist auch, dass wir eben, es gibt nicht nur inkarnierte Lichtwesen, sondern auch nicht inkarnierte Lichtwesen, und die sind sogar in der Mehrheit, sehr in der Mehrheit. Und das ist sehr wichtig. Und diese Lichtwesen, die manipulieren nicht. Es gibt genug, die manipulieren, die brauchen Mega-Rituale und dergleichen. Aber die Lichtwesen brauchen keine Rituale, sondern sie reagieren auf das Bewusstsein der Menschen, weil wir hier sind, um etwas zu lernen. Sie können uns die Hausaufgabe nicht abnehmen. Aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen, erwachen und verstehen, worum es wirklich geht, dann können Wunder geschehen. Wunder geschehen ja jeden Tag. Natürlich. Geistheilungen, dass Menschen, die aufgegeben sind von den Ärzten, auf einmal wieder gesund werden, Krebskranke werden gesund, Lahme stehen auf, in der dritten Welt, also wir sagen dritte Welt, Afrika, Lateinamerika, sind Geistheiler unterwegs. Ich weiß das, weil kann man auf YouTube anschauen, die sind da. Es gibt keine einzige Schlagzeile, wo Menschen einfach ihr ganzes Leben dahin geben und denen helfen. Und wenn was kommt, kommt der Mainstream und sagt, Scharlatan. Warum muss es den Menschen immer so verdammt schlecht gehen, bis sie endlich aufwachen und was begreifen und diese Dinge möglich machen, die ja diese Lichtwesen eigentlich, die schaffen ja gemäß deinen Worten uns den Raum, dass Wunder geschehen können. Warum geht es immer über Leid? Es muss nicht immer über Leid gehen, Gott sei Dank, würde ich sagen. Die göttliche Liebe ist bedingungslos. Und es ist keine Bedingung, du musst leiden, damit du aufwachst. Genau, aber das Problem scheint ja zu sein, dass die Menschen sie erst nehmen wollen, wenn ihnen alles andere fehlt. Ich weiß nicht. Werden die Menschen weiser, wenn sie leiden? Wird jetzt Frankreich weiser und spiritueller? Wurden wir weiser und spiritueller nach dem Ersten Weltkrieg? Ich weiß es nicht, aber wäre es nicht zu wünschen? Es wäre zu wünschen, dass es nicht so ist. Und es ist auch nicht so. Denn das Leid ist keine Bedingung. Und Leid hat noch nie Weisheit gebracht. Leid ist nicht die Ursache. Sonst müssten wir ja als Menschheit ja schon super erleuchtet sein. Einzelne Menschen, die aber die Anlage schon haben, können aus solchen Situationen für sich den Schritt machen. Aber eigentlich ist es nicht nötig. Es ist alles, wenn ich mal Bibel zitieren darf, Psalm, da heißt es einfach, schau die Schöpfung an. Frei übersetzt, heißt es, schau die Schöpfung an. Und wer die Schöpfung anschaut, die Schöpfung ist schon Beweis genug. Und nur schon im Anbetracht der Schöpfung hat niemand eine Ausrede, hätte es nicht gewusst. Stimmt. Also wir müssen nicht leiden, brauchen keinen Krieg, wir müssen nur frei von unserem Matrix-Denken mal in die Natur blicken. Dann sehen wir hinter allem eine göttliche Fügung, göttliche Intelligenz und hinter unserem Leben auch. Und die Herausforderung ist, dass wir die erkennen und wieder in Harmonie mit dieser Intelligenz gehen. Du verwendest das Wort Wendezeit in deinem Untertitel, glaube ich, vom Buch. Genau. Die Pläne der Mächtigen, globale Entscheidungen und die Wendezeit. Ja. Befinden wir uns jetzt in der Wendezeit? Ja, da glaube ich fest daran, dass, wie du sagst, es gibt ein Gesetz des Ausgleichs. Je mehr die negativen oder diabolischen Kräfte, die Kräfte, die Spaltung verursachen, je mehr die extrem werden und gegen die Schöpfungsgesetze verstoßen, umso mehr ist auch die geistige Welt da. Nicht in den Schlagzeilen. Die geistige Welt erscheint nicht schlagzeilig. Oder heute da und morgen wieder nicht. Und
sondern sie erscheinen im Leben der einzelnen Menschen. Gemäß vedischen Schriften befinden wir uns im Kali-Yuga. Also ich glaube, das heißt im dunklen Zeitalter oder eisernen Zeitalter. So wie es übersetzt, ja. Wie, du bist da der Profi. Was heißt das wirklich, das Kali-Yuga? Und wann ist es vorbei? Kali-Yuga ist das dunkle Zeitalter innerhalb eines großen vierten Yugas. Das vierte Yuga geht lange, aber innerhalb des vierten Yugas gibt es diesen Unterzyklus von gut 5000 Jahren. Das erfahren wir vor allem vom Maya-Kalender dann, dass der so lange geht. 13 mal 144.000 Tage, die haben wir aber schon hinter uns. So, puh, Gott sei Dank. Oder wir sind gerade so in der Übergangsphase. So Finale nachdem. Quasi. Ja, ja, Finale und Übergangsphase. Und Kali bedeutet eigentlich wörtlich Spaltung. Das ist die spaltende Intelligenz. Das ist eine Intelligenz, das sind Intelligenzen, hochintelligent. Also schon mal Wesen. Ja? Wesen. Intelligenzen, die sich von der Quelle getrennt haben, deswegen in Dunkelheit sind. Und wenn man sich von der Quelle trennt, bekommt man von dieser Quelle keine Energie mehr. So wie Dunkelheit, wenn man sich vom Licht trennt, eine Mauer baut, Dunkelheit bekommt kein Licht mehr vom Licht, weil man die Mauer gebaut hat. Nicht weil Gott straft, nicht weil das Licht straft, sondern es ist einfach so. Nimm die Mauer weg und es ist wieder Licht, wie wenn es nicht dunkel gewesen wäre. So, also das sind diese Kräfte. Das klingt ein bisschen wie Weizen von Spreu. Ja, 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 oder Licht, das ist dann noch später. Ich denke eher Licht und Finsternis. Das Licht kam in die Finsternis. Das ist aber schon der nächste Schritt. Es gibt die Finsternis, die dann entsteht, wenn man sich trennt. Und das ist die Urteilung, die Urspaltung, wenn man sich abspaltet. Dann entsteht Dunkelheit. Und wenn man sich trennt von der Quelle, bekommt man die Energie nicht mehr von der Quelle und muss sie dann woanders holen gehen. Deswegen gehen diese Intelligenzen los und wollen und müssen und glauben, sie dürfen bei allen anderen Energie holen. Ja, vor allem bei denen, die an der Quelle noch irgendwie angedockt sind. Genau. Das ist ihr Grund, weil wir müssen ja schließlich auch leben. Wir müssen unsere nationale Sicherheit verteidigen. Aha. Weil das schadet... Und dazu brauchen wir deine Kinder, oder wie? Ja, ja, und dafür brauchen wir dein Land und euer Kontinent und euer Öl und euer Uran und euer alles und vor allem eure Energie, eure Lebensenergie. So, das ist das Zeitalter Kali-Yuga, wo diese spaltenden Kräfte, ich wage es auch auszusprechen, wir sagen dem auch diabolische Kräfte, diabolisch heißt teuflisch. Übersetzen wir das heißt wörtlich, diabolisch heißt spaltend. Das, was auseinandertreibt und Fronten bildet. Und die ist in der heutigen Zeit seit 5000 Jahren präsent. Und die Weltgeschichte bestätigt es ja. Es ist interessant, dass altindische Schriften das ganz am Anfang beschrieben haben, wie es kommen wird. Am Schluss sagen sie sogar, der Mensch wird sich für ein Dvipada-Pashu halten. Sanskrit Dvi heißt zwei, Pada Beine und Pashu Tier. Der Mensch wird sich am Schluss nur noch als zweibeiniges Tier sehen. Und da sind wir heute bei der Evolutionstheorie angelangt. Der Mensch ist ein Tier. Genau, und jetzt ist Wendezeit. Was passiert danach? Also, was ist jetzt die nächste Zeit, die ansteht für diejenigen, die dort weitergehen wollen? Nach Kali-Yuga kommt durch einen Quantensprung, nicht linear. Es gibt andere indische Theorien, Yukteswar und so, die sagen, es sei linear, aber das ist eine eigene Theorie, die nicht wirklich dem entspricht, was die Sanskrit-Schrift entspricht, sagt er auch. Dass es dem nicht entspricht. Aber wenn wir wirklich schauen, was die Sanskrit-Schriften sagen, gibt es einen Quantensprung, also einen Bewusstseinssprung, besser gesagt. Also von einem Moment auf den anderen? Genau. Genauso wie wenn wir am Morgen erwachen. Das Erwachen ist lichtlinear. Wenn du 8 Stunden geschlafen hast, brauchst du nicht 8 Stunden oder 2 Stunden zum Erwachen, vielleicht zum Aufstehen. Ja, kommt darauf an, was man vorher getrunken hat. Vielleicht. Ja, ja, aber zum Erwachen ist immer ein Bewusstseinssprung. Da kann man sich wieder drehen und so, aber das Erwachen ist immer ein Bewusstseinssprung. Genau, gut, deshalb merkt man sich noch ein bisschen was davon, weil in einem Moment, wenn man die Ebene wechselt, da kann man sich noch erinnern, wenn es 8 Stunden dauern würde, das leuchtet mir schon ein, dann wäre es doch viel schwieriger, sich an die Träume zu erinnern, wahrscheinlich. Ja, ja, deswegen, wir sind vor dem Erwachen und Erwachen ist dieser Bewusstseinssprung. Und wie sieht die Welt aus, wenn wir wachen und nicht mehr schlafen? Jetzt sind wir in einer Art Hypnose. Und einfach mal so kurz zu den Quellen zu gehen, die sagen, es gibt einen Bewusstseinssprung vom Kali-Yuga
zu Satya-Yoga-ähnlichen Zuständen. Und Satya ist ein ganz interessantes Wort. Satya heißt Wahrheit. Also alle Kräfte und die spaltenen Kräfte, die können nur mit Lüge arbeiten. Vater der Lüge, Menschenmörder von Anbeginn, das ist wie die Bibel, Johannesevangelium, 8. Kapitel, Vers 44, sehr interessant zum Nachlesen. Da sagt er genau, das ist der Geist der heutigen Zeit. Menschenmörder von Anbeginn bedeutet, das sind Kräfte, die von allem Anfang an damit rechnen, dass wir Menschen umbringen. Wir wollen das und das, ja, das gibt Krieg, wir werden Menschen sterben, ja, das gehört dazu. Also kein Mitgefühl, kein Einfühlungsvermögen. So, das ist diese Kraft. Und Satya bedeutet, dass dieser Dunkelheit der Boden entzogen wird, schlicht und einfach durch Licht. Wenn Licht kommt, kann Dunkelheit nicht mehr bestehen. Ja, dann wären wir also wirklich schon mittendrin, auch in dieser Phase, weil es wird ja immer schwieriger, auch für die Eliten, ihre Spielchen geheim zu halten. Es kommt ja, ich habe jetzt beobachtet, zum Beispiel gerade bei diesem Attentat in Paris, schon am selben Tag gab es Tausende von Menschen, die sich Fragen gestellt haben, ob das wahr ist, ob das stimmt, in dieser Version, wie es präsentiert wurde. Früher hat das Jahre gedauert, jetzt am selben Tag heißt das, es kommt alles ans Licht. Ja, irgendwie, das stimmt da nicht. Es ist schlimm genug, was passiert, aber es sind anscheinend nicht nur so Einzeltäter, die sich selber in die Luft sprengen, sondern das sind Leute dahinter, die diese vorschieben. Und was genau passiert ist, wissen wir nicht, aber die diese vorschieben, die diese Terrorakte machen. Es geht da noch. Genau, aber nur schon die Frage, dass wir uns die Frage erlauben und zu sagen, was wirklich geschieht, wissen wir nicht. Früher war es ganz klar, dass nur das geschieht, was präsentiert wurde. Heute, selbst du sagst, ich weiß nicht mal, ob meine Theorie stimmt oder ob es noch nicht noch schlimmer wäre. Also das heißt, wir sind in einer guten Phase und es muss im Licht enden, wenn ja das die Transformation jetzt ist. Ja, deswegen ist wichtig, dass die Menschen, so einfach das klingt, ihr Bewusstsein nicht zu sehr in diese negativen Themen reingeben, nicht zu sehr in den Terror und in diese Themen reingeben, denn das ist wie ein Gift, das Angst kreiert. Ich habe das gemerkt, wo ich unterwegs war, es hat mich erwischt. Ich war da gerade unterwegs im Hotel, komme nachts um 12 vom Vortrag zurück, noch schnell Facebook hat mir jemand geschrieben und dann kommen die Schlagzeilen. Dann war ich bis 2 da live drin und so. Und geschaut, was ist hier los? Oder? Einfach die erste Frage, ist es ein False Flag oder nicht? Ist also wieder inszeniert? Ist da mehr dahinter als einfach nur Islamischer Staat? Ja, Indizien gäbe es. Ja, es gab dann sehr schnell, das konnte man fast live schon sehen an den Kommentaren, dass da irgendwas faul ist, dass da noch mehr ist. Aber ich habe dann auch gemerkt, es lähmt. Es kommt so eine gewisse Ohnmacht dazu, dass die Lüge wieder gewinnt auf der Ebene. Deswegen ist es wichtig, ich habe 18 Jahre ohne Fernsehen, ohne Radio, ohne Kino, ohne, was gibt es noch, Zeitungen. Ja, wie so. Ein Mönch halt so. Ja, lebt, ja. Und ich habe nichts verpasst. Ich hatte da einen Freiraum vom Bewusstsein, den ich heute manchmal vermisse. Klar, heute ist eine andere Zeit, aber ich kann vergleichen. Ich kann vergleichen, wie das ist. Und dass wir immer weniger diesen Kräften Energie geben, denn in den 2 Stunden, wo ich da im Internet rumgehangen bin, hätte ich auch meditieren können, zum Beispiel. Aber das dann hättest du danach keine Angst gehabt. Ja. Ich hatte auch danach, aber ich habe einfach gemerkt, jetzt kommt's. So, umso wichtiger ist, und das sind diese ganz einfachen Wahrheiten, die unsere Großmutter und Großvater alle uns sagen könnten, bei mir auch noch meine Eltern, obwohl die nicht Kirchengänger waren, aber sehr, sehr eine gesunde Gottverbundenheit, sehr natürliche Gottverbundenheit, dass wir uns wieder mit der Quelle verbinden bzw. uns nicht von der Quelle trennen lassen, dass wir uns diesen Freiraum geben, dass wir hier in dieser Welt das Licht verankern. Das klingt alles so kitschig heute, ich kann auch sagen Liebe verankern. Aber das ist es genau, das sind eben nicht kitschige Worte, sondern sind tiefste Wahrheiten, Licht und Liebe verankern, wenn wir dann erleben und spüren, was es ist. Und wer das einmal erlebt hat, und jeder kann das erleben, jeder hat es schon erlebt, wenn wir ehrlich sind und uns erinnern, haben wir schon erlebt. Nicht im Stress und so, sondern in ganz bestimmten Momenten
haben wir diese Lichtstrahlen in unserem Leben erlebt. Und wenn wir uns da zurückverbinden und diesem Lichtstrahl nachgehen, dann werden wir selber zu dem Lichtwesen, das wir sind. Und dann können die nicht inkarnierten Lichtwesen wieder viel mehr in dieser Welt arbeiten, durch uns. Das hast du jetzt sehr schön erklärt. Das verstehe ich gut. Ja. Armin, wir kommen langsam zum Schluss jetzt von unserem Gespräch. Leider. Aber bevor wir ganz enden, hätte ich noch ein paar Sätze vorbereitet für dich, die du einfach spontan vollenden könntest, wenn du magst. Ja, okay. Am liebsten würde ich Ferien machen. Das letzte Mal vor 15 Jahren. Ja. Ich darf jetzt nicht reinreden, ich würde sagen, ich kenne das. Ja, ja. Aber das ist noch ganz spontan. Also, wenn ich es ganz am liebsten hätte, ich Frieden auf dieser Welt und so, aber jetzt einfach so ganz persönlich. Aber ich verschiebe die Frieden, bis wir bis wir Frieden haben. Genau, besser als umgekehrt. Oder? Ja, genau. Aliens sind? Mal ein Begriff, so ein Wort. Aliens sind Teil unseres Kosmos. Sanskrit ist? Eine wunderbare Sprache. Die Elite ist? Auch ein Teil des Ganzen. Intelligenz ist? Nicht dasselbe wie Intellekt. Menschen sind? Lichtwesen. Das Leben ist? Ein Geschenk Gottes. Liebe ist? Auch ein Geschenk Gottes. Und jetzt die Abschlussfrage. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, eine einzige Botschaft an die ganze Menschheit zu richten. Die muss kurz und knackig sein, aber sie wird von jedem Menschen auf dieser Welt gehört. Was würdest du ihnen sagen? Guck kein Fernsehen mehr. Sag das nochmal da rein. Guck kein Fernsehen mehr. Das wäre also die Weisheit aller Weisheiten. Das ist nicht die Weisheit aller Weisheit, aber so etwas, was jeder machen kann. Aha. Ja. Und dann natürlich das Spirituelle von vorher. Wenn ihr das nicht mehr tut, wir wissen gar nicht, wie viel Energie da weggeht, weggesaugt wird. Oder wenn auf dieser Freiraum da ist, dann haben wir auf einmal wieder Zeit für uns. Also weg von der Infusion. Weg von dieser Infusion, das ist ein Gut, und von der Verimpfung dieser Dinge. Sondern, und selbst wenn der Fernseher nicht ganz weg, gebt ihm nicht diesen Stellenwert und auch den Massenmedien nicht, heute auch dem Internet nicht. Und wenn dieser Freiraum da ist, dann können wir uns wieder mit der Quelle verbinden. Und der schönste Satz ist, die schönste Weisheit ist, die sehr praktisch ist und auch positiv ist, nicht nur mach das nicht, sondern wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Wenn Menschen in Gott, in Jesu Namen, im Namen der Liebe zusammenkommen, ist die geistige Welt, ist die Lichtbrennt, ist Jesus. Wer immer, wir wissen schon, wer gemeint ist. Es ist nicht der Gründer der katholischen Kirche oder der Gründer der christlichen Kirche, sondern zu dem wir auch persönlich eine Beziehung haben können, ist diese Liebe präsent. Und das kann jeder Mensch erleben. Und wer das erlebt, ist nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher. Und er hat Einfühlungsvermögen, tut vieles nicht mehr, was er vorher getan hat, und tut deswegen viel, viel anders, was er vorher nicht getan hat. Zwei oder drei in meinem Namen, das muss man aber tun. Das ist wirklich eine Einladung, dass man sich diesen Freiraum nimmt. Und zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, heißt nicht einfach, wir setzen uns zu dritt hinter dem Fernsehen oder hinter einer DVD, schauen einen schönen Film an, sondern das alles mal nicht. Zusammenkommen, vielleicht was gemeinsam in die Meditation, in die Stille, in dieses Bad in der göttlichen Liebe, in dem kann man singen. Auf einmal kann sich ein inneres Wort melden. Da kann eine Mystik aufgehen, die jeder Mensch erleben kann. Und das ist die Prophezeiung für die heutige Zeit, Joel, Altes Testament. Ich zitiere gerne im Westen hier die Bibel, weil das ist uns viel näher. Auf eine Art, und auch vielleicht unbekannter, weil man denkt, man kenne sie schon. Aber da heißt es gerade, in dieser Wendezeit, wenn der Tag des Herrn naht, so heißt es da, aber wir können dem Wendezeit... Wir können sagen heute. Heute, ja. Wird der Geist Gottes vor allem über die einfachen Menschen ausgegossen werden. Die Knechte und die Mägde. Das sind wir, die Arbeitsnehmer, also wir, die 99. Also wir haben da, und das kann jeder Mensch erfahren.
Weil für Gott ist jeder gleich. Und auch die Elite könnte das erfahren. Und das, wenn die das erleben, würden sie auch vieles nicht mehr tun, was sie jetzt tun. Wenn sie diese Liebe erleben würden. Und das ist die Einladung, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Das ist die praktische Mystik, die jeder erleben kann. Da bin ich froh, sind wir schon zu zweit hier. Ja. Amen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe mir gerade noch kurz überlegt, eigentlich konsequenterweise zu Ende gedacht, würde das bedeuten, wenn keiner mehr Free Spirit TV guckt, haben wir unser Ziel erreicht. Ja, genau. Und bis es soweit ist, bleiben wir dran. So ist es. Ja. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Dabeisein bei diesem spannenden Gespräch mit Armin Risi. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es zum nächsten Mal heißt Free Spirit TV, der Sender jenseits des Mainstreams.